Schaut mal, das Video, das, weiß ich nicht, Untertitel ist, das mit den Papeln ist ein Hund. Weil von der Weiden, wenn die Sonne scheint, was jetzt nicht mehr ist, möglich, dass ein Gewitter kommt, ist aber jetzt wurscht, hat die da glitzert wie ein Silberpappel, hat aber im Wind, der was jetzt wieder eigentlich aufgehört hat, naja, da oben sieht man es vielleicht ein bisschen, hat zittert wie ein Zitterpappel. Und in der Tat gibt es nämlich die Graupappel, was eine Mischung ist aus Zitterpappel und der Weißpappel. Das ist nicht Weißpappel, der Silberpappel. Ja, also ihr seht schon, das ist echt ein Hund. Aber ich nehme das jetzt mit, weil ich habe was vorbereitet. Also ihr würdet ja lachen, wenn ihr mich manchmal mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs seht, weil dann schaut aus meinem Rucksack, den ich übrigens meine Frau genäht hat, halb den Baum raus. Und heute war das so der Fall. Ich habe mich jetzt speziell auf die Suche gemacht und bis ich alle beieinander gehabt habe, war das schon ein Echter. Aber das hat sich ausgezahlt. Weil, schaut mal, das habe ich jetzt mitgenommen von der Graupappel. Ja, also das sind praktisch ganz junge Blätter. Und die haben schon diese runde Form. Ja, also ist nicht ganz rund, aber es mutet nicht nach irgendeiner, nach einem Ahornblatt an. Weil, schaut mal, die Silberpappel, wenn die an den Längstrieb, also da, selbe Trieb wie da praktisch, frische Blauen treibt, dann haben die sehr wohl, erinnern die ein bisschen an ein Ahornblatt. Ja, sieht man das? Okay. Und da habe ich mit, das ist jetzt eine Espe, also eine Zitterpappel. Eine reine Zitterpappel, also das ist eine reine Zitterpappel, seht ihr, Blatt von vorne, Blatt von hinten. Ja. Hellgrün, aber nicht weißlich, nichts. Ja, fast keine Nerven zum Sehen. Okay, Zitterpappel. Das da ist eine echte Silberpappel. Ja, schauen wir. Blatt von vorne, Blatt von hinten. Komplett silbern weiß. Ja. Und die Silberpappel hat nicht lauter so ahornblättrige Blauen, sondern die sind nur an den Längstrieb. Also das wird ganz oft, wenn die Silberpappel herzeigt wird, wird das als typisches Blatt hergenommen. Stimmt überhaupt nicht. Nämlich das ist das typische Blatt. Blatt von vorne, Blatt von hinten. Und jetzt kommt eben ja, das Baby von den zwei, nämlich die Graupappel. Schaut mal, nämlich die Stängel ist typisch für die Zitterpappel, darum zittern die auch so leicht, also lange Stängel und ein bisschen in sich Draht, darum zittert das ganz leicht im Wind, ja? So wie das die Zitterpappel auch gern macht. Aber Rückseite ist doch ein bisschen weißer wie die von der Zitterpappel selbst. Ja, also das ist praktisch der Anteil von der Silberpappel. Ja, lange Rede, ich meine, weiß ich nicht, ob das mich interessiert, aber mich macht das sowas verrückt, wenn ich das nicht geklärt habe. Nicht alles, was Silber glitzert, ist eine Silberpappel und nicht alles, was zittert, ist eine Espe. Ja, also das möchte ich vielleicht damit sagen. Und ja, ich meine, ihr wisst es jetzt mit mir, was da gespielt wird. Ja, okay? Also, das ist die Graupappel, ja, hat lange Stühle da zusammendruckt, darum zittert es gern und auf der Rückseite schaut es fast ein bisschen silbrig aus, zumindest im Vergleich zur normalen Zitterpappel. Und das ist jetzt eben die Zitterpappel und das ist die Silberpappel. Und wenn man das einmal gesehen hat, wird man das nie wieder verwechseln. Und jetzt fängt es tatsächlich zum Ringen an, aber ist eh wurscht, geh immer gewaschen. Okay, ich hoffe, solche Sachen bringen wen was, und sonst bringt nur mir was, ist mir auch recht. Ah ja, und danke Frau, super Rucksack.